Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. China hat einen neuen Trick gefunden, wie sie die Elektromobilität fördern können, ohne dafür Geld zahlen zu müssen und sogar noch Geld bekommen. Dann gibt es Rückrufe bei Audi und Jaguar. Wir schauen uns an, was da das grundsätzliche Problem ist. Und der Preis für den IONIQ Electric steht endlich fest. Zudem habe ich noch drei weitere interessante Neuigkeiten für euch heute. Auf geht's zu den News. Toyota stellt Weichen für Elektroautos mit Batterien. So oder ähnlich lauteten die Überschriften in den verschiedenen Medien, denn Toyota hatte mitgeteilt, dass sie einen Durchbruch bei den Feststoff-Akkus haben und jetzt schon nächstes Jahr einen fertigen Feststoff-Akku präsentieren wollen. Das hört sich natürlich erstmal sehr gut an. Ich war etwas skeptisch und habe ein bisschen nachgeforscht. Und was letztendlich jetzt rausgekommen ist, fasst hier elektrif.net ganz gut zusammen. Und zwar ist es wohl so, dass Toyota und Panasonic bis Ende 2020, also in einem guten Jahr, planen, eine Festkörperbatterie zu präsentieren, die wohl ja einige wesentliche Fortschritte hat. Das Ganze hörte sich dann so an, als ob jetzt Toyota Abstand nimmt von der Konzentration auf Wasserstofffahrzeuge hin zu batteriebetriebenen, also Elektroautos. Das sieht aber wohl ganz anders aus, denn wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann plant Toyota bis 2025 5,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge und davon sollen 4,5 Millionen Hybrid- bzw. Plug-in-Hybrid sein. Also das heißt, 1 Million bleibt dann übrig für Brennstoffzellen-PKWs und rein batterieelektrische Autos. Insofern ist nicht ganz genau klar, wie viele rein elektrische Fahrzeuge Toyota überhaupt dann bis 2025 produzieren wird. Und es ist auch nicht klar, wo diese Feststoffakkus überhaupt eingebaut werden. Denn es kann durchaus sein, dass sie auch in Plug-in-Hybriden, Hybriden oder eben halt auch in Brennstoffzellenfahrzeuge eingebaut werden. Also insofern ist die ganze Nachricht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und wir müssen dann letztendlich schauen, was sich daraus entwickelt. China, der Vorreiter bei der Elektromobilität, hat eine neue Möglichkeit gefunden, die Elektromobilität zu fördern. Und zwar ist es so, dass China ein Nummernschildkontingent vergibt. Das heißt, pro Jahr können in der bestimmten Stadt dann nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen überhaupt neu zugelassen werden. Jetzt ist es so, dass die grundsätzliche Förderung für Elektroautos immer weiter beschnitten wird. Das heißt also, man kriegt nicht mehr extra Geld, wenn man ein Elektroauto kauft, aber die Zentralregierung hat die einzelnen Kommunalregierungen dazu aufgefordert oder Städte, dass sie Nummernschildkontingente für E-Autos abschaffen. Das heißt, wenn du ein Elektroauto kaufen willst, kannst du es problemlos machen. Es wird auf jeden Fall zugelassen und du hast nicht dieses Kontingent. Das ist natürlich ein sehr großes Förderinstrument, weil je nach Stadt die Zulassung drastisch limitiert waren. Also das heißt, eine Vielzahl der potenziellen Autofahrer konnten kein Auto zulassen, weil sie eben diese Zulassungsbedingungen nicht erfüllt haben, nicht Teil des Kontingents geworden sind. Ich finde das sehr praktisch. So kann man das natürlich sehr gut steuern. Und das Interessante ist, wie gesagt, die Regierung spart Geld, bekommt ja auch noch über die Autos, Maut und so weiter Geld wieder rein. Dann haben wir jetzt endlich den Preis für den Hyundai IONIQ Electro. Ich hatte ja vor einiger Zeit berichtet, dass der neue Hyundai IONIQ Electric hier einen größeren Akku hat. Und zwar ist die Kapazität von 28 auf 38,3 Kilowattstunden gesteigert worden. Der AC-Lader wird hier als besser verkauft, als er vorher ist, ist aber nur Marketing, denn der kann genauso viel wie vorher, nämlich maximal 7,2 kW mit dem entsprechenden Kabel und Anschluss. Ladeleistung ist so, dass es keinen Dreiphasen-Lader gibt, sondern eben halt nur den Einphasen, deswegen die 7,2. An der DC-Ladung, und das war so im ersten Moment die große Enttäuschung, wenn man an einer Säule ist, die 100 kW liefert, dauert es auf 80% 54 Minuten. Daraus ermittelt sich eine sehr geringe Ladeleistung. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das irgendwie 34 kW im Durchschnitt. Was wir natürlich nicht wissen, das war bei den Kommentaren unter dem Video,
dann auch von einigen angemerkt worden, wie die Ladekurve aussieht. Nichtsdestotrotz scheint die Ladekurve ähnlich zu sein wie beim Kona und dementsprechend nicht so gut wie bei dem Ioniq mit dem kleineren Akku, je nach Einsatzzweck. Das heißt, wenn du ihn nicht für die Langstrecke brauchst, dir es eher wichtiger ist, dass du im Alltag mit einer Akkuladung jetzt deutlich weiterkommst, nämlich so 75 Kilometer, dann ist der größere Akku für dich auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten gibt es noch einige Änderungen zum Info- und Entertainment- und Mediasystem und einige minimale Änderungen in der Optik. Der Preis steigt um 1.600 Euro auf 34.900, das ist der Einstiegspreis für den Ioniq Elektro. Insofern ein durchaus erschwingliches Familienauto, denn in dem Auto ist relativ viel Platz und insofern, denke ich mal, für den einen oder anderen eine interessante Alternative. Dann gab es zwei Rückrufe bei Audi und Jaguar. Bei Audi ist das Problem, dass wohl die Abdichtung vom Batteriegehäuse nicht einwandfrei ist und Wasser eindringen kann, was dann wiederum zu einem Kurzschluss bzw. Brand führen könnte. Insofern ruft Audi die e-tron zurück. Insgesamt sind das wohl 540 e-tron, die schon an Kunden ausgeliefert worden sind und 1644 insgesamt. Das gilt jetzt für Amerika. Zusätzlich ist es so, dass beim iPace wohl auch Probleme mit der Rekuperation beim Bremsen bestehen sollen. Deswegen wird dieses Fahrzeug zurückgerufen. Und da sieht man mal an diesem Punkt, jetzt zumindest jetzt beim iPace, dass das zwar mit einem Software-Update gelöst werden kann, das Problem bei der Rekuperation, aber dadurch, dass Jaguar bisher leider noch nicht das Over-the-Air-Update installiert bzw. aktiviert hat, dafür die Fahrzeuge in die Werkstatt müssen. Das ist natürlich ein großer Vorteil bei Tesla, die ja auch zum Beispiel bei Model 3 Probleme mit den Bremsen hatten und dann eben halt einfach über drahtlose Übertragung dann ein Update zur Verfügung gestellt haben, was dann die Bremsleistung schon deutlich erhöht hat. Und das ist immer ein großer Vorteil, wenn man Over-the-Air-Updates zur Verfügung stellen kann. Dann habe ich noch einen Artikel hier bei Tesla Markt gefunden über ein Model S mit 700.000 Kilometern. Und zwar ist das hier von dem Gründer des Tesla Loop. Das ist so ein Chauffeur-Transportdienst in Amerika, der hauptsächlich mit Model S unterwegs war. Und der hat hier in einem Video mal beschrieben, wie seine Erfahrungen sind mit dem Auto. Er meint, dass trotz der gut 700.000 Kilometer das Auto besser fährt als vorher. Das bezieht er darauf, dass hier über die Software-Updates die Funktionen erweitert oder verbessert worden sind. Und er listet hier auch auf, wie viel ihn das Auto genau gekostet hat, was alles kaputt gegangen ist, sodass man einen ganz guten Eindruck bekommt von Fahrzeugen, die hier eine sehr hohe Laufleistung haben. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, diese Generation von Akkus, die hier verbaut wird, wird aktuell nicht mehr verbaut. Insofern, wenn man jetzt hier sich zum Beispiel die Haltbarkeit der Akkus anschaut, dann kann man daraus keinen Rückschluss auf die aktuellen Akkus ableiten. Das heißt, die können besser oder schlechter sein. Das mal nur so am Rande. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, hier ein Auto zu sehen, was 700.000 Kilometer runter hat und dementsprechend gut fährt. Letzte Woche hatte ich ein Video gemacht über die Vorführ- und Neuwagen von Tesla, dass es da jetzt einen neuen Konfigurator gibt. Da hatte ich schon gedacht, Mensch, vielleicht kommen jetzt die Model 3. Aber nein, die sind ein paar Tage später gekommen. Jetzt kann man Model 3 hier auch direkt bei Tesla kaufen. Was ich ganz interessant finde, hier oben steht 100 plus Tesla ohne Transportgebühren für Deutschland. Und wenn ihr jetzt seht, ich scroll hier einfach mal runter. Ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit gehabt, das zu zählen, aber hier sind richtig viele Model 3. Also wir fangen an mit Model 3 mit Hinterradantrieb, gehen dann auf Allradantrieb. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt so bei 3.900 Euro. Das heißt, du kannst jetzt also problemlos hier vorzugsweise ein schwarzes Model 3 bestellen, was dann innerhalb von kurzer Zeit,
hier steht ja immer so 14 Tagen, dann verfügbar ist. Hier sind sogar einige verschiedene Auslieferungszentren zu sehen. Das heißt, es lohnt sich, wenn du Interesse an der Model 3 hast, hier auch durchaus mal ein bisschen weiter zu blättern und zu schauen, ob es eins in der Nähe ist. Ob du zum Beispiel, wenn du jetzt in der Nähe von Berlin bist, ne, Falkensee, kannst du dann das ausliefern lassen oder Frankfurt. Dann kannst du das in Frankfurt, Duisburg. Hier sind also verschiedene Auslieferungszentren. Insgesamt sind irgendwie sehr viele in Duisburg, finde ich, wenn ich das hier so sehe. Und wie gesagt, es sind auch sehr viele schwarze, einige wenige weiße, ein paar blaue mit dabei und ein Anthrazit, das habe ich entdeckt. Also das heißt, du kannst ab sofort hier problemlos ein Model 3 für dich on demand sozusagen bestellen. Kurz nach Drehschluss und kurz vor der Post-Production kam noch eine sehr interessante Nachricht von Maingau Energie rein. Und zwar haben sie es jetzt geschafft, Ladenetz mit zu integrieren. Ladenetz, das ist das Netzwerk der Stadtwerke. Und das Interessante ist, auch hier kann man mit 25 Cent die Kilowattstunde laden, beziehungsweise 15 Cent, wenn man Strom- oder Gasvertragskunde ist, also Haushaltsstrom. Und das ist ein sehr interessanter Preis, denn wenn man sich zum Beispiel GetCharge anguckt von der Telekom, dann zahlt man dort im Ladenetz 89 Cent die Kilowattstunde. Und wenn man gar keine von den beiden Karten hat, dann hat man das Problem, dass man häufig dort gar nicht laden kann oder sehr hohe Kosten zu zahlen hat. Also insofern ein wirklich wichtiger Schritt für Maingau und deren Kunden. Die Nachricht wollte ich euch noch kurz reinschieben, denn ich denke, die ist für viele interessant. Ja, das war's schon für heute, kurz und knapp, so wie ihr euch das gewünscht habt. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Wenn ihr denkt, dass es zu kurz ist oder zu lang, sagt einfach kurz Bescheid, damit ich ein Feedback habe. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder auch Korrekturen, schreibt sie gerne unter dem Video rein. Ich freue mich immer über den Austausch. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das zum einen natürlich machen, dadurch, dass ihr einen Tesla Model 3 oder einen anderen Tesla kauft. Wenn ihr meinen Empfehlungslink nutzt, der ist unter dem Video in der Beschreibungsbox, kriegt ihr auch noch kostenloses Superchargen mit dazu. Aktuell sind das 1500 Kilometer. Wenn ihr kein Auto kaufen wollt, geht das Unterstützen noch viel günstiger. Einfach hier auf das E-Auto Point of Interest klicken, dann werdet ihr mein Abonnent. Stellt noch die Benachrichtigung ein, so kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.